Die Partie gegen Ambry wird mit diesem Präzisionszuspiel durch den Bieler Benoit Jecker lanciert. Der Schwede Dragan Umicevic kann Sandro Zurkirchen in der 6. Minute bezwingen. Dem Ambry-Hüter rutscht die Scheibe unter der Fanghand durch. Der Ausgleich aber lässt nicht einmal 1,5 Minuten lang auf sich warten. Ambrys Topscorer Alexandre Giroud mit einem millimetergenauen Schuss unter der Stockhand von Lucas Meili hindurch. Im zweiten Drittel Ambry mit diesem Fehler. Ryan McMurtry mit etwas Glück legt er wieder vor für Biel in der 29. Minute. 3 Minuten später die große One-Man-Show des Gaëtan Haas. Via Bande und Mosimann. Haas beschleunigt, Haas bricht durch und Haas schießt ein. 3:1 nach 2 Dritteln. Ambry stemmt sich nicht mehr gegen die Niederlage. Aktives Kräftesparen. Und so kann Biels Gianni Ehrensperger auf das Schlussresultat von 4:1 stellen in der 53. Minute.